Karl der Vierte gilt als einer der großen Kaiser des Mittelalters. Er war ein Luxemburger, der am französischen Hof erzogen wurde. Karl beherrschte Latein, Deutsch, Tschechisch, Französisch und Italienisch und gilt als einer der gebildetsten Herrscher des Spätmittelalters. Karl wurde 1334 mit der Markgrafschaft Mähren belehnt und führte nach der Erblindung seines Vaters Johann 1341 die eigentlichen Regierungsgeschäfte in Böhmen. 1346 wurde er in Rense gewählt und in Bonn zum deutschen König gekrönt. Nach dem Tode Ludwigs IV. Ließ er sich 1349 in Frankfurt erneut wählen und in Aachen krönen. Ein Gegenkönig blieb bedeutungslos. 1355 wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt, allerdings nicht vom Papst persönlich, sondern von einem von ihm beauftragten Kardinal. Am bedeutendsten wirkte Karl IV. In Bezug auf die Reichsverfassung. 1356 erließ er die Goldene Bulle, die die Königswahl endgültig regelte. Es handelte sich dabei eigentlich nicht um eine Urkunde, sondern um einen ganzen Kodex in Buchform mit Goldsiegel. Königswahlen wurden bis dahin immer wieder anders gehandhabt. Meist einigte sich eine Versammlung auf einem Kandidaten, wobei Konkurrenten zum Verzicht bewegt wurden. Üblich war auch die Wahl per Akklamation. Im Hochmittelalter üblich war auch die Designation durch den Vater, der mit Wahl und Krönung des Sohnes schon zu Lebzeiten Fakten für die Nachfolge schuf. Charakteristisch ist auch, dass sich der Wählerkreis immer mehr verengte. Stand am Anfang noch das Volk, das heißt die Großen der Stämme, als Wahlgemeinschaft fest, so blieben im 13. Jahrhundert nur noch wenige Fürsten übrig, die schlussendlich auch alle berücksichtigt wurden. Die Goldene Bulle von 1356 legte nun drei geistliche und vier weltliche Wähler fest. Die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln als Kanzler der Reichsteile, sowie den König von Böhmen, den Pfalzgraf bei Rhein, den Herzog von Sachsen und den Markgraf von Brandenburg. Zum Wahlleiter wird der Erzbischof von Mainz bestimmt. Er ist der Kanzler für die deutschen Lande und gibt auch als letzter die Stimme ab. Damit ist sein Votum in diesem Siebener Gremium auch stimmentscheidend. Vorgeschriebener Wahlort ist Frankfurt am Main, Krönungsort Aachen und Ort für den ersten Hoftag Nürnberg. Die Kurfürstentümer wurden mit besonderen Privilegien ausgestattet, wie zum Beispiel ihrer Unteilbarkeit. Karl konnte auch im Sinne einer Hausmachtpolitik viel für seine Familie bewegen. 1373 konnte er die Mark Brandenburg erwerben. Das bedeutete die zweite Kurfürstenstimme. Sie gehörte vorher den Wittelsbachern. Die Vermählung seines Sohnes Sigismund mit Maria von Ungarn, der Erbin Ludwigs I. von Ungarn, brachte den Luxemburgern auch dieses große Königreich ein.